So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video, wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es um die Kostenzusammenstellung und Fassung, was mich dieser Unfall mit den ganzen Reparaturen und allem jetzt wirklich gekostet hat. Ich glaube, der ein oder anderen interessiert das doch schon ziemlich, was das Ganze gekostet hat. Ja, wo beginnen wir mal? Bei den vielleicht nicht so interessanten Sachen. Nein, Spaß. Gut, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir uns gerade in einer Werkstatt befinden, beziehungsweise weil es hier am hellsten ist, werde ich euch eins nach dem anderen beginnen zum Zeigen, tun und machen. Aber zuerst zeige ich mal kurz meinen neuen Mitarbeiter her. Der sitzt nämlich gerade schon auf der Motorhaube herum. I don't know, was das für ein Ding ist. Auf jeden Fall, es ist ziemlich massiv und groß. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit, ja, fast dem billigsten, also, ja, wurscht. Auf jeden Fall, was hat mich jetzt das Ganze gekostet? Und zwar im Endeffekt zwei Kabelbinder für den Seilzug, das Motorlager, was auseinandergeflogen ist, habe ich auf Lager gehabt von diversen alten Teilen, also im Endeffekt auch null, weil es irgendwo überblieben ist. Das teuerste an dem war jetzt eigentlich der rechte Querlenker, der komplett abgeknickt war, der eben neu kommen musste. Also der Querlenker ist mit Schlappen 35 Euro und meiner Arbeitszeit, die ich natürlich nicht zähle, gemacht. Dann war noch das Thema mit der ausgerissenen Stoßstange, mit den komplett verbeulten Kotflügeln. Dadurch, dass die alten jetzt noch draufgeblieben sind, einmal der, den habe ich auch natürlich schon Reserve gehabt, sind wir eigentlich nur beim Richten von den, also bei den Kotflügeln vom Richten und eigentlich um 30 Euro nochmal extra diese Schwelle gekauft. Ja, also im Endeffekt sind wir bei 65 Euro an Reparaturkosten für dieses Auto. Also zum Glück ist nicht mehr passiert. 65 Euro insgesamt Reparaturkosten von diesem Kfz. Top, hätte ich gesagt. Dann geht es hier drinnen weiter und zwar am Hänger selber. Spanngurten selber habe ich angeschaut, funktionieren einwandfrei. Also grundsätzlich alles in allem ein Teil. So, dann habe ich für knapp 100 Euro diese refurbte Anhänger, den Haken selber mehr oder weniger neu gekauft, der eben am Alhambra montiert ist. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Vorne war ja mehr oder weniger dieses Teil hier abgeknickt. Ja, das ist auch nur meine Arbeitszeit gewesen, ein bisschen richten. Im Endeffekt auch wieder in Ursprungsposition fast hergestellt. 4 Nieten. Hat genau meine Arbeitszeit gekostet und ist wieder instand gesetzt. Dann geht es hier im vorderen Teil des Hängers weiter und zwar dem wichtigsten Teil überhaupt. Das Stützrad bleibt, weil es hat wirklich eigentlich keine Beschädigung, außer seitlich halt diesen Abrieb, aber grundsätzlich macht es noch genau das, was es soll. Sehe ich keine Beeinträchtigung jetzt damit. Dann, was eigentlich auch nicht kaputt gegangen ist, die Reißleine. Die habe ich aber neu gekauft. Die kostet genau 7 Euro, die Leine. Die Deichsel an sich selber, also sprich die Auflaufbremse hier drinnen, hat eigentlich auch genau gar nichts. Hier ist nichts verbogen. Es ist weder irgendwas zerquetscht noch sonst irgendwas. Also im Endeffekt auch genau hier einmal 7 Euro. Dann das teuerste Teil vom ganzen Hänger, was repariert werden hat müssen, war einmal hier dieser 7-polige Stecker oder 13-polige, ist ja wurscht, je nachdem, ich habe die ganzen Dinge austrennt. Egal, auf jeden Fall, der Stecker an sich hat dann gekostet, glaube ich, 12 oder 14 Euro, muss ich nochmal nachschauen, beziehungsweise rennt am Counter da oben, macht Bing. Jo, also im Endeffekt, Stecker, dann die Abreißleine. Ah, genau, und dann, das habe ich auch wieder instand gesetzt, das spricht neu angenietet, neue Birne rein und das war es eigentlich schon. Und dann habe ich auch noch gesagt, hier ein Reflektor hat gefehlt. Also im Endeffekt die Reflektoren, glaube ich, haben auch nochmal 4 Stück knapp 10 Euro gekostet. Aber wie gesagt, ich liste das Ganze hier auf. Und somit hat der Hänger jetzt da oben irgendwo eingeblendet die Reparaturkosten, weil im Endeffekt zum Glück hat der Hänger auch nicht wirklich was abbekommen, ist nicht mehr beeinträchtigt. Die Beleuchtung geht wieder. Ja, zum Glück funktioniert alles und ist wieder in Stand gesetzt. Also im Endeffekt, Hänger ist auch wieder voll funktionstüchtig. Und jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Teil.
Und in diesem spannenden Teil geht es um dieses Teil hier, um diesen Zettel. Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf. Also hier drinnen ist dann what the magic happens. Ich beginne mal kurz zum Auflisten, was die Feuerwehr dann eben verrechnet hat. Also wie gesagt, hier Kostenaufstellung. Mittlerweile ist es auch schon wieder, was haben wir denn heute? Ich glaube, den 18. September. Und das Ganze ist ja vor über 2 Wochen passiert. Da steht jetzt eine Summe oder ein paar Summen drauf. Ihr werdet es nicht glauben, was den größten Teil ausgemacht hat an Kosten. Also, das teuerste vom teuersten war, es waren 12 Männer im Einsatz. 12 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Und jetzt haltet euch fest, diese 12 Feuerwehrmänner haben gekostet 388,80 €, liebe Leute. So, dann geht es weiter mit einmal dem kleinen Rüstfahrzeug mit Bergungsausrüstung. Das schlagt mit 90,70 Euro zu Buche. Und dann kommt auch ein relativ teures Teil, das schwere Rüstfahrzeug, also schwere Rüstfahrzeug, immer bei 181,40 €. Dann geht es weiter. Kran-Wechselladefahrzeug mit Ladekran extra noch, also sprich dieser Ladekran, der halt eben in dem Falle mein Auto samt dem Hänger aus diesen Graben dort gezogen hat, wie ich jetzt diesen Foto hier gerade eingefügt habe. Das schlägt ebenfalls mit 181,40 Euro zu Buche. Puh, ja, liebe Leute, das Ganze mit allem drum und dran ergibt eine Summe von 842,30 €. Und dann sind da noch ein paar Abzüge dabei gewesen und wir kommen auf eine Gesamtsumme, gerundete zu bezahlende Gesamtsumme, die ich bezahlt habe. Nachher waren es genau 590 €. Das steht hier nochmal. Also im Endeffekt hat mich jetzt dieser Feuerwehreinsatz 590 € gekostet. Diese 12 Mann, die 2 Fahrzeuge, ja, 12 Mann, 2 Fahrzeuge, beziehungsweise eigentlich 3 Fahrzeuge waren es, ja, sind wir auf knappen 600 €. Ja, und im Endeffekt geht es dann die Rechnung nachher auf, der E36 immer bei 65 €. Und der Anhänger, das weiß ich nicht auswendig, das ganze Kleinzeug, das rechne ich auch noch zusammen. Also im Endeffekt steht jetzt hier unten eine Summe eingeblendet. Und ich würde sagen, für das, wie es ausgegangen ist, also Kurzfassung, abschließende Worte zu dem ganzen Thema. Ich habe gesagt, ich hinterfrage das Ganze für mich nicht mehr. Was da passiert ist, ist grundsätzlich eigentlich nicht erklärlich. Und alle, was mitgeholfen haben, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das Ganze wirklich so schnell und reibungslos funktioniert hat. Wie gesagt, dass mir nichts passiert ist, dass niemand anderem was passiert ist, dass diese Sachen, die beschädigt sind, alle mir gehört haben, dass das alles komplett überschaubar war mit der Instandsetzung. Ja, und eben dieser Betrag von diesen 3 Komponenten, wie halt eben meinem Hänger, meinem Drifter, ja, und in dem Fall hat meinem Zugfahrzeug, was eigentlich genau nichts hat davon, zum Glück auch, also das ja nichts davon abbekommen hat, bin ich eigentlich wirklich sehr, sehr glimpflich damit ausgekommen und sehr, sehr viel Glück im Spiel gewesen. Und ich hinterfrage das Ganze nachher nicht mehr. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass das so passiert ist und dass alle mir geholfen haben und dass meine Brüder am Start waren. Und ich bin so dankbar und ich hinterfrage das auch gar nicht mehr, was da wirklich passiert ist. Ich habe diese Summe bezahlt. Was soll ich sonst machen? Bleibt mir so nichts anderes über. Es gibt, sei es mein Verschulden, sei es Materialschwäche, ich weiß nicht, ich hinterfrage das Ganze nicht. Ich bin mega, mega happy, wie das Ganze ausgegangen ist. Und es ist einfach unerklärlich, was da in dem Moment passiert ist. Ja, jetzt kennt ihr die ganzen Kosten zu diesem Projekt, was da entstanden ist, oder zu diesem Unfall mehr oder weniger, wenn man so sagen kann.
Das war so eine kleine, nennen wir es Lehre, ich hatte es schon in vorhin gesagt, war es eine Lehre, war es ein Test, war es ein Zufall, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das bringt mich jetzt nicht von meinem Hobby ab und ich mache natürlich genauso weiter und kann es nur jedem ans Herz legen und an den Rat legen, kontrolliert einfach, was nur möglich ist, 10.000 Mal, weil man hier wirklich einfach mit bis zu mehr oder weniger 7 Tonnen insgesamt herumfahren darf, kann, wenn man den B-zu-E-Führerschein hat. Ja, das wollte ich damit nur gesagt haben und dass man natürlich auf sich selbst aufpassen muss und auf natürlich die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, grundsätzlich abschließende Worte jetzt. It is what it is. Es ist alles repariert. Es ist alles wieder zurück in den Ursprung fast versetzt worden. Ja, am 21.09. geht es wieder am Ring. Also sprich, Rheinbach, testet dieses Auto neben euch oder hinter euch. Ob es mit Zugfahrzeug jetzt schon hinhaut, weiß ich nicht, ob ich mich da schon traue oder ob ich mir was ausborge, aber grundsätzlich, es wäre auch wieder hergestellt und ja. Also wie gesagt, das war jetzt die Auflistung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass das so wenig oder so viel kostet oder einen komplett anderen Betrag gehabt hättet im Kopf, je nachdem, würde mich mal sehr interessieren. Also grundsätzlich habe ich sehr viel Angst davor gehabt, muss ich ehrlich sagen, was auf mich zukommt an Kosten. Ich hätte echt gedacht, im vierstelligen Bereich, weit oben, weil es halt wirklich grundsätzlich die ganze Mannschaft vor Ort war und das Abschleppen und die ganzen Einsatzfahrzeuge und. Wie gesagt, im ersten Video hat man sowieso gesehen, dass sogar eben der Helikopter geholt worden ist, die Rettung war vor Ort. Ja, also waren alle Einsatzkräfte, die man sich vorstellen konnte, waren halt eben zu dem Zeitpunkt am Ort und ja, es war ein riesen Drumherum in dem Moment und ja, also wie gesagt, ich bin einfach happy, ist alles geklärt, alles fertig und das Jahr kann langsam zu Ende gehen. Ich hoffe, wir haben noch coole viele Projekte. Jetzt kommt dann eh langsam die kalte Jahreszeit und wir schrauben dann brav weiter in diesen wunderbaren Hallen hier. Ja, und falls ihr es bis jetzt zugeschaut habt, bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Bitte kommentiert es, schreibt einfach, was ihr gerade zum Kopf habt, was ihr dazu sagen oder äußern wollt. Würde mich sehr interessieren. Ja, dann wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Für Wünsche, Fragen, Beschwerden, Anregungen gerne kommentieren, mir auf Instagram schreiben oder folgen, je nachdem, würde mich freuen. Ja, liebe Leute, lang genug geredet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.